Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Guests. Ja, wir sind The Guests, we are The Guests und wir sind hier in diesem, ja, mehr oder weniger verwahrlosten Hotelzimmer. Gut, ich hatte mich beim letzten Mal schon hier positioniert, weil ich glaube, ich glaube, wir hatten das hier gelöst, ne? Genau, Griff, den haben wir da, Shampoo, leere Bibel. Weißt du was? Ich würde gerne mal einfach nur, um zu gucken, ob es geht. Do not disturb. Ich kann das nicht verwenden. Cool. Echt? Warum nicht? Das ist aber schade. Die sollen uns hier mal in Ruhe lassen, die Leute. Do not disturb. Clean the room. Verwenden. Eh. Ich kann das hier nicht verwenden, aber können wir das bei dem anderen Dingens da. Ich kann das hier nicht verwenden. Ja, Maul. Die sollen uns hier in Ruhe lassen. So. Das kann ich hier nicht verwenden. Okay. Das ist jetzt aber schade. Ansehen. Das ist Do Not Disturb. E. Nee, schade. Okay. Gut. War nur so eine Idee. So ein verrückter Gedanke, wenn man... ja, okay. Also, lass mal gucken. Hier, das haben wir doch gelöst, ne? Steht zwar jetzt wieder zur, da so, aber mal gucken, ob wir hinkommen. Disturbia war das, meine ich, ne? Oder so ähnlich. Das hat doch was zu bedeuten. Okay. Ach, guck mal, das leuchtet jetzt grün. Aha. Ja, super. Mist. Ja, hey, oh, da war ich gerade voll konzentriert, aber das ist meine Güte. Oh, zuhören, zuhören, zuhören. Okay, noch ein dunkler Raum. Ja, so, hey, er hat mich wieder ausgeschlossen. Warum? Okay, Lichtschalter. Eine Bibel. Hey, was ist jetzt? Was ist das? Warum? Da ist das Dings, ja. Möchten Sie nicht, dass wir hier sind? Da, guck mal. Ach. To Oversight Center A. Ach, guck mal, wir sind hier eingesperrt. Oversight Facility Area A. Ach, guck. Wir sind ne... Oh, wir kommen hier raus. Ich würde mich gerne hier erstmal noch umgucken, ob es hier irgendwas gibt. Ich sollte diese Lampe anzünden. Klar, wieso nicht? Wir haben bestimmt... Na, zeig mal. Feuerzeug? Leeres Feuerzeug. Mist.
Okay, Körpergel, nee. Zeitschrift. Guck, wo sind wir da auf einmal gelandet? Na, siehst du. Shampoo. Mist. Kombinieren mit. Haben wir nicht Alkohol dabei? Körpergel, Alkohol? Nee, das geht leider nicht. Womit lässt sich das kombinieren? Das Feuerzeug. Schade, 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 schade. Wir haben leider nichts zum Kombinieren. Wir haben leider keine. Kein. Ach, wir können da auch hingehen. Guck mal. So. Was haben wir denn hier? Lesen. Guten Morgen, werte Kollegen. Ich bin kein Mann vieler Worte, daher werde ich versuchen, meine Dankbarkeit so knapp wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Ich freue mich, auf diesem Kongress anwesend zu sein, und ich möchte all meinen Kollegen danken, die es mir ermöglicht haben, heute hier zu sein. Es bedeutet mir viel, zum Vorsitzenden dieses Kongresses gewählt zu werden. Es ist wahrlich eine Ehre. Ich habe viel ertragen, um hier zu sein und der zu werden, der ich heute bin. Nicht nur die Wissenschaft hat mich hierher gebracht, meine Erfahrungen haben mich geformt. Als Doktor und als Mensch. Wer hat das geschrieben? Oakwood, eins von irgendwas. Doktor. Oh, das sind wir. Das ist der Charakter, den wir spielen. Hä? Okay. Lebenserfahrung ist alles. Am Ende ist alles. Ist es das, was uns ausmacht. Meine Erfahrungen sagen mir, dass Wissenschaft und Gesellschaft ein starkes Band verbindet, unzerstörbar. Wir als Humanisten haben die Pflicht, Wissenschaft und Technologie für die Verbesserung des menschlichen Daseins zu nutzen. Sie sollten Instrumente sein, die soziale Zwecke erfüllen und keine Instrumente, die uns verwirren. Wissenschaft muss sozialen Praktiken und kultureller Entwicklung nützlich sein. Und diese wiederum müssen dasselbe für die Wissenschaft tun. Ja, ist das so? Ich weiß es ja nicht. Okay, da geht's noch weiter. Gut. Die Glases können wir nehmen. Echt? Ein bisschen flach kann das sein. Behalten. Natürlich. So, was haben wir hier? Da fehlt eine Taste. Oh, da sollten wir was eingeben, ne? G, W, B, W. Das war nicht der Text, der hier gefordert wurde. Tja, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir erst. Ach, guck mal, da ist. Aha. Vier Buchstaben. C, T, O, R. Damit haben wir jetzt. Oh, hier, hier, hier. Oktober 1986. CTUR 1986. Lass mal gucken. Das wollen wir behalten. Okay, das ist Oktober 1986. Gut. Zeitschrift ansehen. Das ist Juli 1986. EFA. FA. E. Geh mal raus. Verlassen. EC. EC. Okay. Factor. 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 Da kommt ein Factor bei raus. So, und die andere Zeitschrift? Können wir die kombinieren eigentlich? Nee. Ansehen. B. Ben Factor. Ben, das ist Februar 1986. Ben, lass mich mal gucken, verlassen. Ne, raus hier. Ben. Ne, weg. So, jetzt fehlt das R. Ja. Benefactor. Okay, jetzt fehlt das R. Haben wir eine Taste dabei? Ich glaube nicht, ne? Nee. Brille. Nee, haben wir nicht. Okay. Wow. Benefactor. Oh, was haben wir denn da? Open. Verlangsamen. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Okay.
Stockholm, Madrid, Rom, Ankara, Bukarest. Aber nee, aber unseres ist noch nicht dabei, ne? Ach du, hier, haben wir sowas schon gefunden? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Nee. Okay, das steht uns also auch noch bevor. Cool. Okay. So. Das Licht ist aus, es funktioniert nicht. Irgendwas, was wir uns noch angucken können, bevor wir jetzt da rausgehen. Wozu muss das doch auch nützlich gewesen sein, ne? Nee, den möchte ich gar nicht. Was, wieso konnten wir das öffnen? Was ist da? Keine Ahnung. Gehen wir mal nach dorthin weiter. Wo sind wir hier? Oversight Facility. Wir sind da dran eingeschlossen. Oh. Okay. Oversight Area 1. Was ist das hier alles für ein Zeug? Die nehmen wir mit. Stift kann man immer gut gebrauchen. So. Oversight Room Supervisor. Anweisung der Aufsicht an die Zimmeraufsicht I313, deren momentaner Einsatzort die Aufsichtsanlage 279 ist. Alter, bereiten Sie das Zimmer für die Zielperson vor, bevor sie am gewählten Datum aufwacht. Sie finden einen Orientierungsfilm mit weiteren Anweisungen in dem Zimmer. Bleiben Sie in Ihrer Aufsichtsanlage, während die Zielperson Fortschritte macht. Notieren Sie alle Ihre Handlungen. Für den Fall, dass etwas Ungewöhnliches vorfallen soll, das steht Ihnen der Beinbereich für Zwischenfälle zur Verfügung. Was? Wenn Sie alles unter Kontrolle haben, schreiben Sie eine falsche Pressemeldung über das Verschwinden der Zielperson, um Ihre Daten aus den Aufzeichnungen zu entfernen. Aha, ist das, was mit der Psychologin passiert ist? Sobald Sie fertig sind, sammeln Sie Ihre Dokumente und lassen Sie diese im Container außerhalb des Aufsichtsareals A. Qualitätsaufsicher, sehr H28. Das ist ein anderer, ne? Doch, nee, das ist derselbe. Wir haben eine Nachricht von ihm auch schon vorher gesehen. Ich weiß zwar nicht mehr wo, aber H028 hatten wir schon. Oh, warte mal, heißt das, dass wir ebenfalls verschwunden sind? Na gut. Incident. Oh, cool. Zwischenfälle. Zwischenfall 1. Die Zielperson fand ein von der Aufsicht klassifiziertes Dokument, in welchem ein Telefoncode erwähnt würde. 01138 haben wir notiert. Alles klar. Er wählte die Nummer des Notfallstatus. Der Notfallstatus wurde aktiviert und ihm wurde eine neue Amidal-Tabletten zur Verfügung gestellt. Er nahm die Tabletten ein und erlitt eine Überdosis. Er wurde ohnmächtig. Nach einigen Minuten wachte er auf und nahm das Dahedron. Anscheinend hat er sie davor nicht bemerkt. Alles wieder normal. Hä? Okay, cool. Ja, okay, was ist das hier? Aufsichtsabteilung, Verfolgung der Zielperson, gewähltes Datum des Verfahrens 503, 25.10.86, aufgewacht um 4.23 Uhr. Es ist die ganze Zeit 4.23 Uhr, es wird gar nicht später. Öffnete ordnungsgemäß die Werkzeugkiste und fand den Knauf, öffnete die Badezimmertür. Erster Zusammenbruch wegen Tabletten, nahm ordnungsgemäß seine Dosis Amidal ein. Fand den Hebel und verwendete ihn, ging ins Wohnzimmer, aktivierte die Stromversorgung und Licht an, vervollständigte ordnungsgemäß die Drehschlüssel-Zwischenfall, wählte 48151 und aktivierte den Projektor, vervollständigte ordnungsgemäß das Dahedron, gab Disturbierfahren an und fand eine Musikkurbel, vervollständigte ordnungsgemäß das Sicherheitsfeld, öffnete die letzte Tür, schalte das. Okay. Und weg ist er. Sieht so aus, als habe hier jemand ziemlich schnell Leine gezogen. Und das sieht nicht gesund aus da drin. Okay, da ist noch ein... warte, ich muss von der anderen Seite ran. Was ist das hier? Warum werden wir hier gefangen gehalten? Safety first, ja, witzig. So, okay. So, und jetzt... Passiert irgendwas? Irgendwas stimmt noch nicht.
Da, guck mal, da ist noch eine. Ich kann kein, habe keinen Ausweis dafür. Okay. Was zum Teufel ist das hier? Da, was liegt da auf dem Stuhl? Da. Ein Ausweis. Oversight Department 313. Room Supervisor, We Science. Ja. Okay, behalten. Das Firmenlogo, super. So, okay, dann lass uns mal gucken hier. Zack. Ich habe keinen Ausweis. Doch, 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 ich habe einen Ausweis. Pass auf. Ausweis verwenden. Okay, enter your password. Oh je. Okay, das ist entweder 3, nee, das, ich nehme es erstmal mit 028. 028. Okay, wie wär's mit 313? Was? Auch nicht. 313. 138. Boah, unser Zimmer 138. Auch nicht. Unser Zimmercode ist 297. Was kann es noch sein? Oversight. Was stand hier? Sekunde. Oversight. Department 503. Ah, das ist zu offensichtlich, ne? Was war da hinten nochmal? Incident. Nee. Facility 297. 028 haben wir schon ausprobiert. 313 und 207 auch. Ein Passwort ist genauso gut wie das andere. Also probieren wir es mit 503. 503. Nein. Okay. Okay. Da geht es nur hier dran. Na schön. Access 02 0297. Hat mir 297 schon? Ich versuch's mal mit 297. So. 7. Nein. Auch nicht. Okay. Ist das? 3, 4, das ist verkehrt rum, okay. 6, 2. Das hat nichts zu bedeuten, ne? Okay, irgendetwas anderes. Wiener der Walzer. Nee. Room Supervisor 313. Probieren wir es mit 313. Nö. Auch nicht. Okay, sieht so aus, als würden wir uns erst noch ein wenig mehr in dem Raum umsehen müssen, in dem Apartment umsehen müssen. Aber guck mal, die Tür ist nicht ganz geschlossen, ne? Aber ich kann sie nicht weiter öffnen. Caution. Okay. Na super. Auch die Fernseher gehen nicht an. Da oben. Nee. Okay. Gehen wir zurück. Wir müssen ohnehin noch Streichhölzer finden. Oder irgendetwas, wie wir
wie wir unser Feuerzeug laden können. Tja, ich sollte diese Lampe entzünden. Ja. Gut, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Da komme ich raus. Okay. Beziehungsweise rein, je nachdem. Okay. Gut, das hat funktioniert. Oh, warte mal, kann ich jetzt hier? Das finde ich witzig. Moment. Da, 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 da. Warte mal, was war das hier? Ach so, Stift. Okay, schon gut. So, da. Türschild, do not disturb. Das finde ich cool, wenn das funktionieren würde. Hm, na gut, geht nicht. Okay. So, ja. Es sieht so aus. Hm. Was machen wir denn jetzt? Das hier haben wir schon gefunden, ne? Ja, das haben wir schon gesehen. Jetzt müssen wir uns nicht nochmal angucken. Tja, was machen wir jetzt? Wir müssen noch im 423. Den Code würde ich gerne nochmal ausprobieren. 423. Die Uhrzeit, als wir aufwachten. Wir haben noch dieses Rätsel im Badezimmer, ne? Da ist noch diese komische, wohin auch immer uns das führt. So, 423. Das ist es. Oh, fuck. Oh, scheiße. Und jetzt? Ausrufezeichen. Hier sollten wir etwas nicht sehen dürfen, oder? A, J, B. Alles gut. Steht da hinten. Hi. Schlafzimmer. Das Bad. Ist da irgendetwas anders? Was ist hier? Warum leuchtet da ein Ausrufezeichen? Kann ich denn hier jetzt irgendwas mitmachen? Nee, das ist fertig. Das ist fertig. Okay. Die Karte kriege ich vermutlich auch nicht zurück, ne? Nein. Okay, irgendwas ist hier. Und da ist der Deckel geschlossen. Wir hatten ihn geöffnet. RJB. Ich schreibe mir das mal auf. RJB. Obwohl, nein, das wird das nicht sein. RJB. RJB. Außerdem haben wir ja gar kein R. So, die war geschlossen. Benefactor. Hm. Ich sollte diese Lampe anzünden. Ja, aber das ist ja verwenden. Ich kann die nicht verwenden. Okay, ich denke, wir werden erstmal hier etwas noch erledigen müssen. Wo wird ein Feuerzeug sein? Das haben wir schon alles gesehen. Das hier haben wir bereits gesehen. Okay, da ist nichts. Ich mach das mal aus. Hier ist nichts. Ach, wir haben die Schränke auch schon durchsucht. Da liegt doch eine Zigarette. No lucky. Lustig. So viel zum Thema, wir haben doch alles durchsucht, ne? Sehen. Lea, morgen früh geben Sie ein paar neue Tabletten. Das hat Grigori gesagt. Hm. Okay. Hm. Tja.
Ja, sieh an. Das wäre die Lösung gewesen zu dem, der zweite Teil zu dem Rätsel, das wir bereits gelöst haben. Tja, aber keine Lösung zu, keine Lösung zu dem Rätsel im Bad. Bettchen, das Licht ausgeschaltet. Ah. Das ergibt keinen Sinn, ne? Okay, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Irgendwas Interessantes hier? Um da ranzukommen, muss das Licht an sein. Okay. Tatsache. Ja, aber hier weiß ich noch gar nicht, was dabei rumkommen soll. Nee, das bringt nichts hier dran rumzuwerkeln. Auf Verdacht, dafür gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Was machen wir denn jetzt? Wir gehen den Leuten nochmal auf die Nerven, das ist immer gut. Tja, Leute, dann weiß ich es auch nicht so genau. Jetzt gehen mir ein bisschen die Ideen auf. Das sah aus, das haben wir schon gesehen. Aber das sind andere Symbole als vorher. Was ist denn hier? Habe ich hier irgendwas übersehen? Sind das vielleicht Schubladen, die man öffnen kann? Wohl nicht. Sind hier noch Schubladen drunter? In dem Stuhl irgendwas? Nee. Aus. Und wie kommen wir hier weiter? Ich weiß es nicht. Okay, gut. Also das sieht ganz danach aus, als müsste ich erstmal ein bisschen herumprobieren, bevor wir hier jetzt weiterkommen. Also, Zusammenfassung. Uns fehlt eine Schreibmaschinentaste, um das Lösungswort aufzuschreiben. Uns fehlt ein, entweder Feuerzeugbenzin oder ein Streichholz, um das hier anzünden zu können. Uns fehlen Koordinaten, um hier irgendetwas aussuchen zu können. Im Bad fehlt uns eine Anleitung, welchen Code wir dort einstellen sollen. Na, das ist doch super. Läuft. Okay, prima. Gut, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wenn ihr mein nervöses Gestammel magt, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut, alle. Tschüss.